Kai Ravi übt schon mal über den Start zu laufen. Schönen guten Morgen, liebe Ikenmoller. Es geht jetzt los. Ich bitte die Fahrzeuge in der Reihenfolge ab 1 unter den Vorstand zu fahren. Wir fangen mit den Gruppen Hero, Biker und der Gruppe 3 an. Genau, und alle, die noch keinen Tracker haben, bitte sich hier den Tracker für Ihr Fahrzeug abholen, damit wir euch unterwegs treffen können. Zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom eCannonball 2021. Ja, heute ist der Starttag und eins noch vorweg, ich entschuldige mich gleich im Voraus für die etwas verwackelten Bilder, die da vielleicht kommen können. Durchaus möglich, im letzten Teil war es ja leider auch schon so ein bisschen. Aber gut, heute geht es ja los. Wir sind ja gestartet vom Van de Valk Hotel Berlin Brandenburg nach München. Jetzt irgendwie dabei, uns startfertig zu machen. Die Heroes sind gestartet und in Gruppe 3. Dann sind wir auch demnächst dran. Also hier lichtet sich schon das Feld. Guten Morgen. Morgen. Ich bringe euch ein Teil, das ist ein Teil eurer Aufgabe. Ihr kriegt da vorne einen Zettel, so ein Kuvert. Aha. Da steht drin, was ihr damit machen könnt. Also nicht ausgeben. Oder so. Nicht verlieren, nicht ausgeben für irgendwas. Okay, ne? Alles klar. Ganz wichtig, sonst gibt es Strafpunkte. Okay, danke. Etwas mit Geld zu tun. Brauchen wir einen Eisbären, bitte? Ach, nee. Doch. Hallo. Guten Morgen. Sven Schmolke. Moin. Auch ein YouTuber, wie ihr gerade seht. Und Kai Ravi Stratmann. Ihr fahrt auch mit einem iWays U5. Das ist deiner? Meiner? Nee. Nein. Oh, habt ihr auch Maskottchen? Wie heißt der? Eisbär. El Oso Polar. Sehr schön. Habt ihr Langstreckenerfahrung mit eurem Auto? Ja. Nö, der hat gerade mal knapp 3000 runter. Was will ich da für Langstrecke? Ganz frisch, das Ding. Naja. Und Sven läuft. Und bei dir, Kai, läuft? Ja, alles gut.
Guck mal, das sind entspannte Gesichter. Das ist natürlich wieder vorbereitet. Ich bin total nervös. Du bist total nervös? Mach mal so. Er fährt smart mit Hänger. Also das geht, das ist gut. Er fährt mit Anhänger. Smart? Zwei. Kennst du doch. Eins. Ja. Tschüssi, bis später. Da ist natürlich auch dann immer die Frage, wie fährt man am gescheitesten hin, um auch wirklich mit wenig Kilometern, mit wenig Punkten sozusagen, weil jeder Kilometer zählt ja, ans Ziel zu kommen. Und da ist dann auch schon der kleine Unterschied, weil manch einer möchte dann eine Abkürzung nehmen und diese Abkürzung... Nee, ist noch weiter. Die nächste müsste das sein. Aber ich will jetzt wirklich nicht dran vorbeifahren. Nein, das ist die nicht. Die B2 kommt erst. Upsala. Da ist die B2. Okay. Da müsste man irgendwie runter können. Und diese Abkürzung ist mitunter nicht die Abkürzung, die man glaubt, sondern da werden dann halt mal Straßen aufgerissen, Ortschaften gesperrt, Durchfahrten gesperrt, wie auch immer. Und so war es leider auch in Belzig gewesen. Das heißt, die Abkürzung über die Bundesstraße, die wir nehmen wollten, um direkt auf die A9 zu kommen, Entschuldigung, das hat leider nicht so ganz hingehauen. Da haben wir dann einen so einen kleinen Zacken wieder zurückgemacht Richtung A10, um dann ein Stückchen weiter oben auf die A9 zu kommen, obwohl wir eigentlich hier unten da so drauf kommen wollten. Und das hat natürlich auch schon Zeit gekostet, es hat Kilometer gekostet, die wir hätten eigentlich gar nicht fahren brauchen, weil die, die wir eigentlich damit abhängen wollen, die hatten uns schon längst überholt, nämlich die nach uns gestartet sind, die waren plötzlich vor uns, weil wir halt diese unwahrscheinlich schöne Umleitung gefahren sind. Jedenfalls war das erste Ziel gewesen, eine Aral-Tankstelle in Halle-Saale. Und die Entfernung dorthin waren 174 Kilometer. Jetzt sind wir hier am ersten Zwischenstopp am Laden. Und hier steht noch der MG ZSIV von den Niederländern und der Elaris. Wunderbar. Also wir laden jetzt hier gerade mit 89,4 kW, laden schon 7 Minuten, also knapp 8 Minuten, haben jetzt 41% State of Charge und habe aber irgendwas mit 20, glaube ich, angesteckt. Also da geht schon ordentlich was durch. 88,7. 88,3, na gut, jetzt fährt er ein bisschen runter. Mal gucken. So, geladen wird hier mit 87,2 kW, letzten 43% geladen und das Ganze hat jetzt so knapp neun Minuten gedauert. Das ist recht flott. Hier wird natürlich wieder an der Ladesäule ein bisschen fachgesimpelt und wir können jetzt hier endlich mal frühstücken. Laris vielmehr, der kann hier leider momentan irgendwie noch nicht laden. Da sind auch schon die nächsten da mit dem Mercedes. Ja. Ist auch nicht verkehrt. Wir haben jedenfalls eine Ladeleistung von 86 kW gehabt zu Anfang. Das war eigentlich schon eine ordentliche Leistung und selbst bei 72% hat er immer noch mit 56 kW geladen. Das ist eigentlich eine schöne Ladeleistung. Nur ist da halt die Frage, die man sich sowieso dann die ganze Zeit gestellt hat oder die wir uns gestellt haben, lädt man lieber kurze Intervalle nach und fährt dann weiter oder lädt man wirklich zwischen 20% und 80% immer wieder auf. Teilweise hat unser Bitterroutenplaner halt
ein wenig dazwischen gefunkt, weil zum einen ist das Teil auf drei Geräten permanent an Abstürzen gewesen. Also vielleicht sollten da die Entwickler mal ein bisschen dran rumfallen, dass es auch besser funktioniert und permanent abstürzt. Dann konnte man die nach dem Laden neu erfassten Akkuzustände, also State of Charge, nicht eingeben. Beziehungsweise man konnte es eingeben, aber es wurde nicht berücksichtigt. Es wurde gleich wieder der alte Stand eingegeben und oder halt angezeigt und nicht der neue, den man gerade angegeben hat. Und das ist ein wenig ärgerlich, weil damit verhaut man sich natürlich dann auch die ganze Planung für die weitere Tour. Und das Ganze war dann halt irgendwie so die Frage, wie kommen wir denn wirklich ans Ziel? Denn wir hatten ja noch ein Zwischenziel gehabt, was wir auch noch erreichen mussten. Und zwar war das die Harburg gewesen, zu der wir hinfahren mussten. Und das ist noch eine ganze Ecke weiter gewesen, oder ein kleiner Umweg, sagen wir es mal so. Es waren, glaube ich, rund 100 Kilometer oder sowas, die das mehr gewesen sind. Und das muss natürlich alles in diese Planung mit reinkommen. Und der Clou war dann halt, um 17 Uhr schließt diese Burg und von daher mussten wir zeitig dort ankommen. Doch bis dahin war es ja noch ein weiter Weg und wir haben uns die Köpfe zermartert, wie machen wir das? Und wir sind einfach mal nach The Better Routen Planner gefahren in der Hoffnung, es funktioniert. Doch als nächstes fahren wir erstmal zum Euronics nach... Gott, wie heißt es nochmal? Mühlhausen, genau, nach Mühlhausen zum XXL Euronics. Übrigens, die Fahrt dorthin über die Landstraße, wo es ja zum Schluss lang ging, absolut empfehlenswert, mal für so eine Wochenendtour oder so einen kleinen Trip durch den Thüringer Wald, beziehungsweise halt so durch die Gebirge, so Serpentinen rauf, Serpentinen runter, war ein total schönes Fahren, also die Gegend wirklich... 5 Daumen rauf und 6 Sternchen plus oder sowas, keine Ahnung. Also wirklich sehr schön. Angekommen, da gab es ja auch noch die Sonderprüfung. Wir sollten ein U fahren innerhalb von 12 Sekunden, was wir dann auch gemacht haben. Nicht ganz in 12 Sekunden, aber wir standen zumindest recht gut da. Und dann wollten wir eigentlich eine kleine Pause machen, mal ein bisschen frühstücken und vor allem auch nochmal nachladen. Und das Nachladen ging da leider irgendwie ein bisschen in die Hose, weil da kam kein Saft mehr aus dieser Tüte. Und insofern sind wir dann weitergefahren zum nächsten Lader. Der nächste Schnelllader, der SVG Autohof Gotha in Schwabhausen. Also sind wir da hingefahren und haben aufgeladen. Und da ist uns aber schon aufgefallen, die Zeit rennt immer mehr. Schaffen wir das überhaupt noch oder nicht?
Nein, Bayreuth nicht. Nein. Wir müssen jetzt zu dieser Burg hin und dann müssen wir nach München. Jo. So schaut's aus hier. Einmal das Chaos von innen. Ich hatte doch aber irgendwie noch ein Gut hier. Nach dem Ladestopp beim SVG Autohofen Gotha ging es dann weiter zum OMV-Ladeplatz in Hirscheid. Und das waren nochmal 151 Kilometer, wofür wir irgendwie eine Stunde und 42 Minuten gebraucht haben. Und der nächste Ladestopp war allerdings gleich kurz danach, nämlich nur 31,2 Kilometer weiter. Also wir sind jetzt wirklich mal nach The Better Routen Planner gefahren, auch wenn er uns permanent rausgeschmissen hat, unsere Prozentzahlen nicht angenommen hat. Wir haben es trotzdem weiter probiert und sind zum OMV nach Erlangen gefahren. Jetzt sind wir in Erlangen gewesen, haben auf die Uhr geguckt und haben gedacht, oh, das wird nichts mehr. Um 17 Uhr sollte die Burg schließen. Wir wären eventuell, wenn wir es geschafft hätten, ganz knapp kurz vor 17 Uhr dort angekommen. Die Wahrscheinlichkeit wäre aber sehr gering gewesen. Insofern, weil wir hätten vielleicht auch nochmal anders nachladen müssen. Das war ein Risiko. Also wir hätten da schon zu spät sein können. Insofern hätten wir die Aufgabe gar nicht erfüllen können. Dazu kommt es noch, es ist ein Umweg von der kürzesten geraden Linie sozusagen. Und der war nicht ganz unerheblich. Das heißt, wir wären zu spät an der Burg angekommen und auch zu spät im Ziel. Das heißt, wir hätten zweimal Strafpunkte kassiert dafür, dass wir zu spät gekommen wären, beziehungsweise eine Aufgabe nicht erfüllen konnten, aber dann auch noch einen Umweg gefahren hätten, wenn wir das auch noch dazu zählen. Also einmal die Aufgabe nicht erfüllt, 160 Punkte, dann waren es, und da komme ich jetzt gleich mal drauf, es wäre eine Strecke von, nicht ein Umweg, sondern eine Strecke von 251 Kilometer in 3 Stunden gewesen. Da wir es aber schon alleine bis zur Burg, hätten wir knapp 2 Stunden gebraucht, nämlich 131 Kilometer. Und das hätten wir schon nicht mehr geschafft. Dann hinterher noch innerhalb von 2 Stunden nochmal über 100 Kilometer, also 120 Kilometer waren es nochmal zu fahren, auch nochmal zwischenladen zu müssen. Also das muss man immer nochmal mit reinrechnen. Da kommen dann halt auch nochmal so ein paar Minuten dazu. Wir hätten es nicht bis 19 Uhr geschafft, ganz ehrlich gesagt. So, jetzt nur einmal kurz gegengerechnet. Wir haben es halt einmal mit 251 Kilometer mit der Burg Harburg zu tun und eine direkte Strecke von 171 Kilometer, wohlgemerkt, das ist jetzt nur mal per Google nachgerechnet, das wäre halt dieser Umweg gewesen. Jetzt weiß man natürlich nicht, schafft man es oder schafft man es nicht. Und ob wir es geschafft haben oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge, in Teil 3. Mit dem Zieleinlauf oder nicht Zieleinlauf, das lasse ich jetzt mal offen. Nein, natürlich haben wir es geschafft, aber mit dem Zieleinlauf in München. Und ja, die Rückfahrt, die ist auch noch ganz interessant, was wir da alles erlebt haben. Also bleibt dran und, nee, bleibt nicht dran, sondern schaltet wieder ein, wenn der dritte Teil kommt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich habe nichts dagegen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, damit ihr auch ja nichts verpasst, dann hinterher gleich noch aufs Glöckchen drücken. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.